So, Gegenstände ablegen, hochzuladen. So, dann würde ich, sag ich, dann würde ich doch mal sagen, lass uns mal so ein Stahlrohr. Ah, okay, das fördert es, aber das dauert dann tatsächlich. Hallo zusammen, es geht heute weiter bei Satisfactory. Das letzte Mal haben wir ein bisschen Quarz geholt. Ich war sehr verwirrt, habe mich verfahren. Und gerade habe ich ein paar Coupons eingesammelt. Mal kurz schauen, ob ich noch welche habe. Nein. Aber was bekommen wir denn für 7 Coupons? Wenn es euch gefällt, dass ich immer dafür Coupons einkaufen gehe, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut doch gerne andere Videos, die es hier gibt, rein. Und in andere Playlists, vielleicht auch zu der recht langen Playlist zu Satisfactory oder Shapes 2. Da könnt ihr so richtig binge-watchen, wenn es euch meine Videos gefallen. Und ich freue mich natürlich über jeden Daumen nach oben oder über jeden Kommentar, egal ob ihr Tipps braucht, Tipps habt, mich auf was hinweisen möchtet. Ich freue mich. So, dann lass uns mal kurz schauen. Was können wir denn machen? So, die Straßenbeleuchtung wäre eine Idee. Das ist nämlich eine schöne Methode, um nicht nur Licht zu produzieren, sondern auch um Strom zu transportieren. Oder vielleicht auch diese Innenbeleuchtung, weil manchmal in meiner Fabriken ist es schon dunkel. Da wird es, glaube ich, schon Sinn machen, langsam irgendwo ein paar Lichter zu platzieren. Auch wenn es Strom braucht. Beim Customizer haben wir noch eine ganze Menge Sachen freizuschalten. Mit den ganzen Symbolen, die reizen mich natürlich auch. Gut, die Treppen hier reizen mich nicht so sehr. Und diese Rampen. Was haben wir denn bei den Wänden? Die geneigten Wände. Ah, das ist auch eine Überlegung. Das fehlt, glaube ich, noch am ehesten. Dann kommt das rein, auf alle Fälle. Was habe ich denn bei Architektur? Vielleicht nehme ich einfach schon mal noch die Betonsäulen, damit ich die auch mal habe. Und dann sind schon wieder alle Coupons alle. Hey, der Daus. No Fixit Awesome Shop Transactions constitute transfer of ownership. All product rights and ownership remain with Fixit. Ja, ist gut. Und jetzt als nächstes. Ist hier genügend Saft drin? Ja. Holen wir uns Stahl, damit wir ein paar Stahlfreischaltungen machen können, weil da dürfte inzwischen noch was durchgelaufen sein in der letzten Zeit. Vermutlich ist sogar die komplette Kohle verbraucht. Punkto komplette Kohle verbraucht. Ich könnte das hier tatsächlich. Oh, wenn ich aussteige, haut er in die Notbremse rein. Ja, zum Beispiel hier wäre Licht schön. So. Aber ich habe in irgendeinem Wahn doch tatsächlich die Kohleproduktion hier ausgeschaltet, damit es da oben nicht zuläuft, glaube ich. Warum auch immer. Das machen wir jetzt mal an, damit wir regelmäßig einfach manuell Kohle rüber schaffen können. Die Richtung. Ah, das ist echt gut mit diesen Verbindungsstegen hier. So. Hier oben wollte ich auch irgendwann mal einen Kontrollturm bauen noch. So viel ist noch zu tun. So viel ist noch zu tun. So, und los geht's. Weit wieder in Richtung Erz. Und natürlich fahren wir hier wieder auf der Gegenfahrbahn. Und da ist und der andere Kohletransporter. Und ist euch mal aufgefallen, dass jetzt schon seit mehreren Folgen die Energie durchläuft, ohne auszufallen? Das war eine sehr gute Idee mit der kompakten Kohle. Da muss ich mich doch glatt mal selber loben dafür. So. So. Aber es scheint tatsächlich noch zu laufen. Ja, wobei die Kohle ist schon großteils aufgebraucht, so ist. Oder ist aufgebraucht, so wie es aussieht. Wir kommen jetzt gerade zu einem Zeitpunkt.
wird es Zeit, die Früchte zu ernten. So, ja, das war eine gute Idee. Warten wir noch einen Augenblick? Wie viele sind denn da noch? Ah, nee, ich will jetzt die Freischaltung machen. Und zurück zum Freischalten. Ah, das mit dem Schlepper, das ist schon eine feine Sache, muss ich mal anmerken. Ja. Dann mal ab in Richtung Mam. Mal sehen, was wir alles freischalten können. Wahrscheinlich nicht viel. Weil wir dafür viel mehr Stahl brauchen. Deshalb wird es auch echt Zeit, dass wir die Stahlproduktion auch automatisieren, sauber. Mit ordentlich Vollgas in die Kurve rein. Nein, nicht in den Erholungsbaum. Nicht in die Meditationsfläche. So. Gut. Dann schauen wir erstmal hier. Freischaltungen. Wir haben Logistik MK3, das ist wichtig. Das sind gleich mal 200, weil dann können wir jetzt die MK3 Förderbänder bauen. So. Milestone reached. Improved storage containers, genau, verbesserte Lagercontainer. Förderbänder MK3. Das ist ganz dringend notwendig. So work hard. Work as if every person you have genau, auch stapelbare Pipeline-Halterungen, sehr gut. Ja, vor allem die hier, die brauche ich für meine, vor allem wenn ich ein großes Lager brauche. Aber ich glaube, als nächstes mache ich gerade echt den hier. Hard work has repeatedly proven to be the best cure for any kind of stress. Now back to work. Ja, okay, hier braucht man dann wieder die hier noch. Für die Hypertür braucht man die auch. Stufe 3 haben wir schon alles. Ja, dann machen wir mal. Wählen wir die hier schon mal aus. Ah, ich muss warten, bis er da ist. Das heißt, ich laufe mal. Wir schauen mal, ob es in der Mem. Oh, ein Festplattenscan wurde abgeschlossen, habe ich ganz vergessen. Was haben wir aktuell? Feiner Beton, das ist Quarzsand und den Eisendraht, Kupferrotor und die genietete Platte. Das könnte interessant sein. Aber auch der Kupferrotor ist nicht uninteressant. Der verschraubte Rahmen ist auch sehr spannend. Der alternative Turbodraht natürlich auch, sobald wir mal... Na gut, ein automatisierter Miner, das finde ich jetzt nicht so spannend. Und das hier, das sind wir noch ein bisschen weg. Gedampftes Kupferblech, interessant. Das muss dann wahrscheinlich in der Raffinerie passieren. Spannend, sag ich mal. Aber ich will eigentlich in den hier rein. Weil da gab es nämlich so etwas wie... Aber das brauchen wir ganze 500, ist das wirklich wert? Für nochmal einen Handhabungsplatz. Ja, die soll ich auch mal herstellen, die Oszillatoren. Dafür, das ist wichtig. Genau, das ist wichtig. Der SEM-Fluktuator. Den hier. Genau, das ist wichtig. Das machen wir jetzt auch. Ich habe doch bestimmt 10 SEM-Fluktuatoren. Hier habe ich doch mein SEM-Zeug. Ja, da habe ich mehr als genug. Nehmen wir einfach mal einen Satz mit. 50 Stück. Dann machen wir jetzt nämlich diese Forschung hier. Und wir müssen es echt komplett automatisieren. Genau, also dafür die zwei. Das hier lohnt sich noch nicht. Aber das hier ist sehr wichtig. Forschung starten. Jetzt haben wir nämlich den SEM-Fluktuator hergestellt. Was sagt es uns denn?
die liebe Ada. Der Fluktuator can mimic unique communication through patterns of electric frequencies to instruct reanimated Sam to perform specific tasks or give specific restrictions, such as matter to energy conversion. I see. It can also function as matter memory, reading the exact composition and state of a collection of matter in one location, breaking it down, and near instantly reconstructing it in another location, which has incredible potential for smart storage. Auf Deutsch, Teleportation. Die Fäden wechseln von fest zu flüssig, von einem Geflecht Materie zu Materie, Geist zu Melodie. Gut, wie auch immer, lasst uns die Dinger mal herstellen. Was brauchen wir denn dafür? Kann ich die herstellen? Hallo? Sam-Fluktuator, da brauche ich... Okay. Lass uns dann noch mal ein paar von denen hier mitnehmen. Dann nehmen wir gleich mal einen, dann schnappen wir uns gleich mal eine von den Mercies hier. Wo seht ihr diese Artefakte hier, ob das wohl Absicht ist? So. Genau, ich wollte hier weiter unten noch mal einen Satz von denen hier einfach mitnehmen. Noch mal ein bisschen mehr. Da geht noch mal was. So, dass ich nur noch 10 hier erstmal drin lasse. Weil ich glaube, ich brauche die eher als Zempf. Machen wir mal ein paar. Hoffentlich dauert es nicht so lange. Was wir auch mal manuell herstellen könnten, sind die Quarzoszillatoren, glaube ich. Wiedereintritt ist frei. Oh, das Geräusch ist neu, glaube ich. Ah, die gehen schnell, die Zempf-Fluktuatoren. Sehr gut. Sehr gut. Dann können wir jetzt auch wahrscheinlich die ersten erstmals auch Dinge dann in die Cloud hochladen. Dann überlege ich mir, ob ich einfach einen hinstelle, den ich dann einfach willkürlich mit Sachen füttere. So. Gut. Ich könnte zum Beispiel hier einen hinstellen, da davon. Und könnte dann hier einen Container noch hinstellen, dann könnte der den füttern. Teil des Forschungsprogramms hier. So. Ne, hier brauchen wir Plastik. Ich will nur gerade überprüfen, ob es noch irgendwas gibt. Alien-Technologie, genau. Das ist jetzt wichtig. Den schalten wir es auch frei natürlich. Weil jetzt kann ich das dimensionale Depot bauen. Und da gibt es auch einen schönen Lore-Text dazu. Dimensional Depot unlocked. Dimensional Sam kann verwendet werden, um Materie in einer Dimension bis herab zu ihren chemischen und immersiv gestaltet in einer. Once parts are fed into the dimensional depot, they can be accessed by the Pioneer Inventory and Build Gun System at any time, anywhere. We see through the window. It is pathetic. Consume more blood. Ja, ja, ist gut. Ist gut, Schnuckiputz. So. Was haben wir dann hier? Okay, hier können wir die manuelle Depot-Hochlader gestattet hochladen aus dem Inventar. Ist das neu? Keine Ahnung. Okay, Depoterweiterung 200%. Ja gut, das sind wir weit entfernt. Aber was kostet uns denn so ein Depot? Das können wir sogar direkt bauen, zumindest eins. Dann holen wir uns wohl nochmal eine Mercer-Sphäre. Mercy, komm schon, Mercy. Mercy ist von hier. So. Bauen wir doch so ein interdimensionales Depot. Braucht es Energieversorgung? Hoffe mal nicht. So. Bleiben wir es mal hier hin. Vielleicht noch ein bisschen nach hinten. Oh, sehr schön. Interdimensionales Depot ist gebaut. Ja, das ist hübsch. Das passt doch hier gut rein vom Stil. Und dann bauen wir hier dahinter ein industrieller Lagercontainer. Damit wir hier in das Depot auch direkt einlagern können.
passt der so hin? Ah ja, gut, so ist besser. So, oder? 10. Genau. Oh, hier geht er natürlich, hier geht er durch die Decke. Ah, fällt es oben auf? Zumindest mal kurz checken. Ja, nee, das machen wir nicht. Das gefällt Miri das nicht so sehr. Dann kommt hier nur ein normaler Lagercontainer hin. Und da fällt mir noch was anderes ein, was ich tun könnte. Machen wir das so. Dann stellen wir dich trotzdem ein bisschen nach hinten wieder. Ja, sehr schön. Das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich das hatte. So. Dann nehmen wir hier ein entsprechendes Förderband. Und das wäre auch so eine Idee. Nicht sicher, ob wir dafür genügend haben. So, Gegenstände ablegen, hochzuladen. So, dann würde ich doch mal sagen, lass uns mal so ein Stahlrohr. Ah, okay, das fördert es, aber das dauert dann tatsächlich. Ah, okay, das ist natürlich nicht super schnell. Das kann natürlich nur 15 pro Minute hochladen. Das heißt, das schnelle Band bringt gar nichts. Wir lassen es trotzdem mal drin. Da könnten wir uns nämlich einfach mal ein bisschen Material hochladen. Und wir können maximal 200 einlagern. Okay. Wie sieht denn das? Ah, genau. Jetzt habe ich hier das dimensionale Depot. Kann ich auch ausklappen. Jetzt ist 200 von 200 Stahlrohren drin. Ah, das ist schön. So, aber jetzt lasst uns mal kurz. Ich wollte auch noch. Freischaltrausch. Ja. Ich brauche eindeutig viel mehr Stahl. Viel mehr Stahl brauche ich. So, dann hauen wir mal kurz hier das hier rein. Dann hauen wir mal kurz hier die Kabel rein. Wir haben ja genügend Kabel. Ah ja, die werden schon da drüben umgeschreddert. Mal kurz schauen, wie viel wird denn hier gerade? 12 sind's? Nur die Kabel, okay. Das muss ich dann auch, genau, die ganzen Förderbänder muss ich dann nachher mal durch die schnellen ersetzen, die hier zuliefern, damit es einfach mal ein bisschen zügiger geht. So, jetzt haben wir hier fast alles drin. Ja, die Stahlträger, davon fehlen natürlich, da habe ich vorher welche rausgehauen. Die waren hier. Ah, das ist schon cool mit. Das ist schon viel cooler mit denen hier. Ganz ehrlich. Genau, und das ist so der wichtige Punkt, den Bauplanmacher. Den wollte ich nämlich auch hier mal dann reinbauen. Und schauen, ob er auf meinen Platz nämlich passt. Zack. So, was sagst du mir dann? Meine Baupläne verringern wiederkehrende Bauaufgaben, was den Fortschritt auf dem Weg zur Rettung der Erde weiter optimiert. Mit all den herrlichen Ökosystemen reichlich vorhanden natürlich Ressourcen, Sonnenuntergängen und einer hohen überrumpelten Welt mal strahlen. Der Blueprint-Designer kann... Ja, genau. Any complaints so. About the spatial restrictions will only reveal your own inefficiencies. Ja. Es ist, weil sich viele Spieler sich darüber beschwert haben, dass es viel zu klein ist. Es gibt ja auch größere. Es gibt ja noch MK2 und MK3. Aber ich habe hier tatsächlich in diesem Lager hier, weil es dauert noch ein bisschen, bis sie da sind. Ah, okay. Hier muss ich dann auch ein bisschen Kram abbauen. Was habe ich denn hier produziert? Ich weiß es echt nicht mehr. So, dann findet diese Fläche endlich ihre finale Bestimmung. Hoffentlich. Hoffentlich ist sie groß genug. Die ist nämlich ganz exakt abgemessen. Ganz exakt ist sie abgemessen. Ja,
Ja, das ist vor allem hilfreich, ich glaube. Zum Beispiel, wenn ich mein Lager baue. So. Dann schauen wir doch mal. Puh. Plaub. Ah, ja genau, die hier müssen natürlich auch weg. Aber kann ich das am besten wahrscheinlich von oben platzieren? Ich habe diesen Balkon. Das müsste mir doch die Aufgabe etwas vereinfachen. So, hier. Ja, es sieht aus, als würde es tatsächlich funktionieren können. Aber ich glaube, ich muss dazu mal hier hin. Ich will den nämlich hier ganz nach hinten in die. So, das darf ich aber nicht. So. So, glaube ich. Ja! Jetzt bin ich echt dankbar dafür, dass es diese weißen Ränder wieder gibt. Lass mal kurz checken. Passt nicht ganz drauf. Er gereicht dann hier rein und da raus. Das finde ich aber nicht sonderlich dramatisch. Das machen wir. Danke. Juhu! Unser erster Blaupause. Once you have built a satisfactory blueprint, interact with the Blueprint Designer Terminal to save it. It will then be available in the Blueprints tab of your build menu. Blueprints can always be edited to correct mistakes or optimize. If you find yourself struggling to work within the set size restrictions, remember that this is a you problem, and efficiency can always be improved. Ja. Nee, das sieht nicht allzu chaotisch aus hier. So. Braucht er eigentlich Strom? Ja, vor allem das hier sieht echt cool aus, als wäre es eine schöne Fläche. Ja, ich bin jetzt schon begeistert davon, dass ich das hier gebaut habe. Wie sieht es von oben aus? Ja, wunderbar. Wunderbar. Wie sieht es von außen aus? Ja, das ist in Ordnung, dass das da so ein bisschen raussteht. Das sieht aus wie eine Dekoration, wie eine Verzierung. Ja, damit kann ich leben. Gut, dann schauen wir uns doch mal den Blaupausendesigner an und wie er genau funktioniert. Und da ist sie vorbei. Diese Folge Satisfactory in der Version 1.0 nach den vielen Jahren im Early Access. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere gerne meinen Kanal, schau gerne in die Playlist der Satisfactory rein und schau gerne auf Twitch vorbei und lass mir dort ein Follow da. Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar und damit sage ich danke fürs Zuschauen für dieses Mal und bis zum nächsten Mal.